Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier bei Big Apple Tech. Heute bin ich ja auch mal wieder vor der Kamera und zwar gibt es ein besonderes Thema, das ich mit euch diskutieren möchte. Es geht mal wieder um das iPhone 6. Das letzte iPhone 6 Gerüchtevideo hat ja bei euch eine so positive Resonanz gefunden, dass ich mir dachte, da schiebe ich mal gleich nochmal ein Video nach, auch wenn das jetzt schon ein bisschen her ist. Aber ja, heute gibt es mal wieder spannende, interessantere Gerüchte zum iPhone 6. Ich möchte da ein bisschen mit euch drüber sprechen. Nach dem Intro erfahrt ihr mehr. Ich wünsche euch viel Spaß. So, in diesem Video haben wir auch mal eine ganz andere Atmosphäre als beim letzten Mal. Und zwar seht ihr wahrscheinlich hier durch die Kamera, draußen da liegt Schnee. Ja, das wollte ich mal nur so am Rande erwähnen, wollen wir jetzt aber gar nicht mehr groß drum herum reden, sondern gleich in das Thema einsteigen. Also, es geht um die kommende Generation iPhone, sprich das iPhone 6. Man ringt sich ja immer darum, was jetzt so die optimale Displaygröße ist. Wir wissen, es wird wahrscheinlich ein größeres Display geben, aber wir wissen nicht, wie Apple sich das da so vorgestellt hat. Ich habe mal beim letzten Video eine Umfrage gemacht und man konnte wirklich deutlich sehen, in welche Richtung es geht. Viele meinten, irgendwie sowas zwischen 4,5 und 5 Zoll wäre am besten. Viele meinten auch 4 Zoll oder vielleicht ein bisschen mehr. Das wäre perfekt. Also 4 Zoll ist ja das, was wir momentan im iPhone haben. Aber ich glaube, es gab kaum jemanden, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, der gesagt hat, ich möchte jetzt ein 5 oder vielleicht sogar 6 Zoll Smartphone besitzen. Also da hat man wirklich deutlich gesehen, wo die Richtung hinging. Und damit wollte ich erstmal das Thema einleiten, und zwar behandeln diese Gerüchte, die nun neu aufgetaucht sind. Die Quelle dazu, die findet ihr übrigens auch unten in der Beschreibung. Die besagen, dass Apple zwei neue Smartphones nächstes Mal rausbringen wird. Apple hat ja auch im vergangenen Jahr zwei im Prinzip neue, beziehungsweise eigentlich eins ist davon ein altes, überarbeitetes und das andere ist wirklich ein neues Smartphone rausgebracht. Aber auf jeden Fall, nächstes Jahr sollen es zwei werden. Eins, das irgendwie so 4,5 Zoll um den Dreh haben wird und eins, was über 5 Zoll großes Display haben muss. Und das ist so die Sache, über die sich jetzt viele streiten. Also da stößt das Ganze dieses Prinzip, man weiß nicht, ob da jetzt wirklich was dran ist an Kritik, da dann Apple entweder das iPhone 5S oder das iPhone 5C rauswerfen würde, weil sie dann eben zwei High-End-Smartphones, so stand es auch in den Gerüchten, rausbringen werden, eben diese beiden Displaygrößen, aber kein Low-End-Smartphone oder Middle-End-Smartphone, falls es sowas gibt, wie jetzt das iPhone 5C es ist. Und ich bin da irgendwie immer noch ein bisschen skeptisch. Mein persönlicher Vorschlag wäre, dass man ein Smartphone rausbringt, irgendwie so als iPhone 6, 4,5 Zoll, 4,7 Zoll, irgendwie sowas um den Dreh. Und entweder das iPhone 5C oder das iPhone 5S beibehält. iPhone 4S macht man natürlich aus dem Angebot dann raus. Ich würde jetzt erstmal so tendieren, entweder eben ein iPhone 5S oder ein billigeres iPhone 5C oder ein iPhone 5S behält man noch im Programm drin und dann eben, wie ich gerade schon gesagt habe, angesprochen habe, das iPhone 6. Und dann noch ein iPhone 6C, was irgendwie auch 4,5 Zoll groß ist, und aber dann eben aus Plastik ist, wie es das jetzige auch ist. Wie man es dann sehen möchte, aber auf jeden Fall finde ich es nicht so gut, wenn Apple zwei High-End-Smartphones rausbringen würde, die beide ein sehr großes Display haben. Das eine sogar über 5 Zoll vielleicht. Über 5 Zoll persönlich finde ich nicht so gut und wie ich das in meiner Umfrage gesehen habe, ist das bei vielen von euch auch so. Deswegen bleiben auf jeden Fall gespannt, was uns da erwartet. Ich würde mal so schätzen, es wird sich mit dem Release-Datum wieder so um den Herbst drehen, vielleicht auch im Sommer, denke ich, ist es aber eher unwahrscheinlich. Ich würde jetzt mal auf Herbst tippen. Und es wäre natürlich eigentlich ein bisschen von Apple so ein Schuss in den Ofen, wenn sie in dem einen Jahr ein iPhone 5C rausbringen würden und in dem zweiten Jahr dann sagen, wir wollen es
irgendwie, ich weiß nicht, ob sie es entweder nicht mehr updaten wollen oder gleich aus dem Produktsortiment rauswerfen wollen. Das wäre eigentlich für Apple nicht so toll, da würde Apple sich ein bisschen damit blamieren. Deswegen wäre mein Vorschlag, den ich eben genannt habe, eigentlich der beste. Mich interessiert dazu auch nochmal in diesem Video eure Meinung. Was haltet ihr davon? Wie viele Smartphones sollen rauskommen? Wie soll das Produktsortiment von Apple im Jahr 2014, das wir ja bereits haben, aussehen? Wie teuer sollen die sein? Was sind eure Lieblingsfeatures, Displaygröße und all eure Ideen? Könnt ihr unten in die Kommentare schreiben. Damit hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen, euch hat dieses Video auch weitergeholfen. Wenn dies der Fall sein sollte, könnt ihr dem Video ja gerne einen Daumen nach oben geben oder den Kanal hier unter diesem Video abonnieren. Damit war es das. Ich hoffe, wir sehen uns bald nochmal in einem weiteren Video wieder. Also, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann.